Hallo Männer, herzlich willkommen zum vierten oder fünften Teil der RMF-Challenge oder zum RMF-Test. Und zwar habe ich schlechtes Licht. Es werde Licht. Das war jetzt ein schöner Effekt von der Kamera, ne? Ja, herzlich willkommen, wie gesagt, nochmal. Und heute geht es mal darum, dass ich glaube, der Falco war es, Falco oder Micha, ich weiß jetzt gleich gar nicht mehr, hat mich gefragt, naja, wie sieht denn das mit dem C-Tech-Ladegerät aus? Also so ungefähr. Und da habe ich gesagt, ah, das Ding ist Schrott und so, das bringt überhaupt nichts, also minimal oder so. Und hat er gesagt, Mensch, dann zeig das doch mal im Video bei deinem Test. Du hast das ja mit dem Ding geladen und so. Daraufhin habe ich das gemacht, habe das im Discord ja gezeigt, sag ich mal. Und Falco hat dann gesagt, oh, liegt vielleicht an der Batterie oder so. Nehmen wir noch eine. Dann haben wir noch eine genommen und ja, das Ergebnis: C-Tech Ladegerät versus Re-EMF. Seht ihr jetzt in dem Video. Viel Spaß. Tschüssi. Achso, nächste Woche Freitag kommt wahrscheinlich dann der nächste Teil. Ne? Speistige Reste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Und zwar wollte ich euch mal kurz zeigen, die Entladung mit dem C-Tech-Ladegerät. Ihr seht, hier liegt es auch noch. Wir sind jetzt bei 11,5 Volt und 63 Wattstunden. Ne? Hier, ne Quatsch, hier Nummer 2, das sind die Kabel. Und wir haben jetzt zu erwarten 77 Wattstunden und ich prophezei jetzt mal, dass wir maximal auf 80 kommen, wenn überhaupt. Also dieses C-Tech Bing, das bringt so 1-2 Wattstunden pro Durchgang. Toll. Im Vergleich zum RMF gucken wir mal hier, die Nummer 4, 146 Wattstunden nach einem Durchgang und hier 44. 100 Watt mehr. Also es wäre das Dreifache. Naja gut, das Doppelte. Nee, das Dreifache. Genau, das Dreifache von dem, Quatsch, ich muss mit dem Mist, ne? Das Dreifache von dem, was vorher drin war und bei solchen gekauften Dingern hier sind wir sage und schreibe bei einer Wattstunde. Top, Digga, richtig gut, ne? Ich meine, wir werden jetzt, wie gesagt, ich wollte es euch einfach jetzt mal zeigen, das Ding piept ja, ich habe ja hier den Piepser, den habe ich normalerweise aus, den mache ich jetzt an, schneide nebenbei das Video und wenn es hier anfängt zu piepen, gucken wir uns hier mal an. Nicht, dass dann hieß, ich hätte das jetzt hier verfälscht, um das schlecht zu machen. Ne? Na, mal gucken. Jetzt wollte ich das euch auf Video zeigen und jetzt ist Mittagspause. Aha. 77 haben wir zu erwarten. Es werden noch 8 Wattstunden. Ich riskiere es jetzt einfach. Ich mache jetzt aus, gehe zum Mittagessen und ich will euch das auf Video. Ich will das auf Video haben, dass ich, wann der ausgeht und so. Ne? Bis gleich. Doch 87 Wattstunden, ihr hört es noch fleißig am Piepen, schenkt euch mal aus. Nochmal hier die Kabel, das ist die Nummer 2, das Ding piept, wir können ausmachen. Das notiere ich mir jetzt gleich. 87, also kann man sagen, ein Zehntel von dem, was ein RMF kann, hat das Ladegerät umgebracht, weil wir hatten ja 77, wobei ich sage euch, das stimmt nicht, das liegt an der Temperatur. Und das ist wie gesagt hier mit dem Wechselrichter. Also immer die Temperatur der Batterie ist anders und auch die Temperatur vom Wechselrichter, weil diesmal ist nicht einmal der Lüfter angegangen. Gut, na, jetzt können wir es ja gleich mal mit euch zusammen, schreiben wir die 87 ein. Ja, und damit eben keiner sagen kann, hier, das lag wieder, das ist nur die Batterie. Wir hatten ja die Nummer 2 ist das, mit 21, hatte ich ja gesagt, so ungefähr. Und ich würde ja fast mal sagen, wollen wir uns mal die Nummer 1 vornehmen, wobei die halt schon 213 gebracht hat. Nehmen wir die hier, 10. 10 Milliohm. Ich hatte ja gesagt, 20, jetzt geben wir mal eine mit 10 Milliohm. Die Nummer 4, ach nee. Die haben wir ja schon. Ne? Die Nummer 5 haben wir auch schon in Benutzung. Dann nehmen wir die 7 oder die 8, oder? Was sagt ihr?
Na gut, die sind ziemlich gleich. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen die Nummer 7 jetzt. Die lade ich mit dem Zetec-Ladegerät nochmal. Und dann müssten ja hier auch mal wenigstens 10 Watt, 5 Wattstunden mehr sein. Vielleicht kommen wir jetzt dann genau auf die eben 30. Das testen wir jetzt mal noch gegen. So, das Ladegerät hat sie geladen. Jetzt gucken wir mal schnell. Und zwar 7,9. Das ist ja sogar besser geworden. Guck dir mal. 7,9, das ist die Nummer 7. Hat man 8,41. Also ist sogar ein Müh besser geworden. Und naja, 31 Wattstunden. Vielleicht wären es jetzt 40. Ein bisschen mehr wird es jetzt werden. Aber auf keinen Fall 100 oder so. Ne? Definitiv nicht. Ich klemme jetzt hier mal um. Und ja, dann geht's los. So, gerade angeschalten. Wir sind bei den besagten 30 Watt. Das fällt noch ein bisschen, wenn die Lampe warm wird. Also das Licht jetzt im Hintergrund ist vom Test. Ne? Also jetzt im Kummer sind wir schon bei 12,1. Interessant ist, ich habe mir jetzt nochmal die Spannung aufgeschrieben. Und zwar war die nur bei 12,3. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich bei einer, ist ja eine AGM. Pah, keine Ahnung, was das blöde Ladegerät macht. Aber ich wette mit euch, wenn wir noch bei der Nummer 7 den nächsten Renf probieren oder so, da wird mit eben Durchgang, keine Ahnung. Da wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie dann eher 12,8 hat in Ruhe, ne, anstatt 12,3. Naja, gut. Dauert jetzt wieder, was hat man gesagt, 30 hat man, ne? 31, also sehe ich zu, dass ich bei 30 oder so, ne, warte mal, 50 Watt haben wir die belastet. Moment mal, dann muss ich ja hier noch einschalten. Hier ist ja 50 Watt. Genau, ja. Wir haben die ja mit 50 Watt, oh, jetzt hätte ich beinahe einen Fehler gemacht. Ich habe das von der Nummer 2 fälschlicherweise. Oh nein! Oh, zum Glück habe ich jetzt nochmal ein Video gemacht, sonst hätte ich jetzt einen Fehler gemacht. 50 Watt 2 plus 1, ne? Dass man das genau wie hier haben. Quasi die Lampe und die. Da. So. Jetzt haben wir hier. Okay, sind jetzt 54. Aber wie gesagt, das wird noch. Guck mal, sind wir schon bei 12. Also ich denke jetzt, oh, jetzt habe ich mal einen Fehler gemacht. Ne? Wir müssen die ein bisschen mehr belasten, weil die, wie ihr seht, ein bisschen größer ist. 65 Amperestunden. Ne? Hat die. Gut. Naja, werden wir sehen. Ich hole euch dann dazu. Piept jetzt schon. Bei 24 Wattstunden. Ich mache das Gepiepse mal aus. 10 Volt, das fällt jetzt zack aus. LOL. Ich mach mal ein externes Licht an. Wenn wir jetzt mal gucken, ist die Nummer 7 hier, ne? Und wir hatten ja beim ersten Mal 31 Wattstunden, ne? 50 Watt mit der Plus und 1 und ja, das sieht der glatte Gerät, hat die Batterie schlechter gemacht, 80 Euro, top. Ja, ich gucke jetzt mal, ich mache jetzt mit meinem normalen Prozedere weiter, sage ich mal. Das ist jetzt der Entladetest der Nummer 4 vom RMF, von dem fetten RMF, sage ich mal, vom MikeDeck. Und sollte sich jetzt hier der Wert nicht mehr verbessern, dann sage ich einfach mal, dass mehr jetzt eben so jetzt mal nicht geht. Ne? Und dann könnte ich mal gleich mit dem MikeDeck sein, mal die 7 laden und dass wir dann mal gucken, ob die Nummer 7 dann, ja, na gut, mehr bringt. Ne? 24 schreiben wir hier jetzt nochmal ein. Na, hier seht ihr es mal mit dem Zetec geladen vorher und jetzt 24 Wattstunden. Aber ist ja nicht so, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, obwohl der Innenwiderstand besser geworden ist. Also wie gesagt, das Ding hier, naja, da kann man was mit messen und so, aber
Entladetest ist auf jeden Fall besser, ne? Hier an den Innenwiderstand könnt ihr euch nicht halten. Ihr sagt sogar, es ist besser geworden und es ist genau andersrum. Ist schlechter geworden. 31 hatten wir ja hier. Na ja, gut, habe ich das auch mal gezeigt. Also das lag auch nicht nur an der Batterie 2. Da hat es ja sogar ein bisschen was gebracht. Und hier bei der Batterie hat es jetzt gar nichts gebracht. Ne? Und die 2 und die 7, die gucken wir uns nochmal an mit dem REMF. Das sind dann die nächsten Kandidaten nach den 2. Und dann werden wir mal sehen, ob der REMF die auch schlechter macht. Gut, kann sein, dass er gerade abgekackt ist. Dann haben wir aber noch genügend andere. Ne? Das teste ich dann mal gegen bei der Nummer 7. Und ja, ich denke, dann ist es ziemlich eindeutig. Ne?